Unser letztes Bauvideo hat ja mit einer aktuellen Ansicht aufgehört, weil ich kein Material mehr von diesem Betondeckel hatte, das ich euch da zeigen konnte, musste ich das halt aktuell nachdrehen. Jetzt, wo es hier um die Evakuierung der Klimaanlage gehen sollte, habe ich festgestellt, ich habe mittendrin angefangen und habe gar nichts so Einleitendes dazu gesagt und deswegen müssen wir das heute wieder nachdrehen. Das Schlauchbündel habe ich leider noch nicht schön gemacht, da soll noch ein Kabelkanal hin und die Kondenswasserleitung, da soll auch noch mal hier Rohre auf der Wand verlegt werden, damit das ordentlich aussieht. Ich hoffe, dass ich das jetzt zeitnah alles machen kann. Auf jeden Fall soll es in diesem Video darum gehen, wie wir die Klimaanlage hier evakuiert haben. Das heißt also, der muss ja ein Vakuum gezogen werden in den Kältemittelleitungen, damit da die Feuchtigkeit rauskommt und ja, keine Feuchtigkeit in der Leitung sein sollte. Hier wird es oft so gemacht, also der mir die Vakuumpumpe verkauft hat, hat gesagt, was willst du überhaupt mit der Vakuumpumpe? Man dreht einfach ein bisschen auf, lässt Kältemittel in die Leitung, sozusagen die Leitung freispülen und schließt das Ganze dann an und gibt das ganze Kältemittel drauf. Bei euch in Deutschland ist ja eigentlich sowieso die Sache, ihr dürft das ja selber gar nicht machen, ihr müsst da einen Fachmann für nehmen, weil halt dieses Kältemittel nicht in die Umwelt gelangen darf. Hier bei uns in Paraguay sind die Regeln da ein bisschen flexibler. Wir dürfen das ja auch selber machen, aber ich habe mir gedacht, ich will es so ordnungsgemäß wie möglich sein, um dann natürlich auch die Klimaanlage damit langlebiger zu machen oder wie auch immer. Deswegen haben wir mit einer Vakuumpumpe hier ein Vakuum in die Kältemittelleitung gezogen und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe. Und jo, Kritik gerne in die Kommentare. Wir sind ja sicherlich ein paar Fachleute, die sich das auch angucken. Und dann fangen wir jetzt an. Genau. Oben ist jetzt alles festgezogen. Jetzt geht es ans Vakuumziehen. Dafür habe ich hier so eine Vakuumpumpe stehen. Da ist wichtig, dass hier das Öl drin ist. Da ist der Ölstand, kann man vielleicht erkennen, ungefähr in der Mitte von Min und Max. Dann brauchen wir hier noch dieses komische Manometer-Dingen. Und dann müssen wir da anschließen. Wir schließen das hier an, so wie es in der Anleitung steht. Dann haben wir das einzige Problem hier mit diesem Wert, 76 cm Hg. Wir haben hier nämlich nur Inch Hg. Hatte ich mir letztes Mal irgendwie umgerechnet. Aber so wie ich das Ganze verstanden habe, geht es eigentlich mehr oder weniger sogar hier nur um dieses Nass und Trocken. Denn wir wollen ja die Feuchtigkeit aus der Leitung rausziehen. Aktuell sieht man da diesen Indikatorring, der ist gelb. Den wollen wir hier in so einem schönen dunklen Grün nachher haben. Und durch dieses Vakuum, das wir in der Klimaanlage ziehen, ist halt irgendwie der Siedepunkt vom Wasser anders und das Wasser verdampft da drin und kommt dann hier später aus dem Auspuff von unserer Vakuumpumpe wieder raus. So, ich schließe das Ganze jetzt mal an und dann zeigen wir euch das nochmal genauer. Ich habe mir jetzt das Manometer hier oben aufgehangen. Vakuumpumpe steht hier auf dem Schrank. Praktischerweise ist der Schrank da. Gut, wir könnten es jetzt ja auch hier oben aufs Dach stellen. Der Anschluss ist noch frei, der kommt da gleich oben hier an die Klimaanlage. Mit dem anderen, mit dem mittleren hier, bin ich schon auf der Vakuumpumpe. Hier müsst ihr die Schutzkappe abmachen. Und dann habt ihr da, sieht man wie so ein Autoventil drin. Das wird dann da gleich irgendwie mit reingedrückt. Wird dann einfach hier ein bisschen auf den Konus da die Dichtung vorsichtig aufsetzen und dann die Überwurfmutter drauf. Naja, mit einer Hand. Natürlich so eine Sache. Aufpassen, dass da nicht das Gewinde kaputt geht. Schön handfest anziehen. Und dann die Kappen. Ich habe die gerade schon mal gelöst. Ja, ich habe da schon mal was vorbereitet. Abziehen kann man auch später noch. Da drin sind dann auch so wie so Madenschrauben mit Imbus. Müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob da Zoll oder metrisch ist. Werden wir gleich sehen. Ja, wenn wir nachher das Vakuum fertig gezogen haben, werden wir die vorsichtig öffnen, denn hier ist ja das Kühlmittel drin und das strömt dann halt in die Leitung, in das andere Gerät. Ja, wir haben hier ein Kühlmittel. Gehen wir hier hoch zum Typenschild. Wenn man das erkennen kann, Kühlmittel ist R410A und dementsprechend müssen wir dann hier auch die Skala aussuchen. Da steht dann hier, die ganz oben, die rote ist das, die ist R410A, die ganz in der Mitte. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen mehr auf den Indikator gucken. Bei euch in Deutschland macht das ja eh der Fachmann, da könnt ihr euch auf den verlassen.
So. So, wir sind jetzt fertig. Hier nochmal probieren, handfest. Die High-Seite brauchen wir nicht, die ist zu. Die Low-Seite ist auch jetzt erstmal noch zu. Und dann würde ich sagen, hier den Auspuff frei machen. Das ist ganz wichtig, steht auch extra da oben drauf. Weil sonst kann hier das Zeug nicht raus, die Luft nicht raus. Und dann schalten wir die Pumpe ein. Jetzt wird es laut. Oder auch nicht. Muss nur aufdrehen. Jetzt ist natürlich erstmal noch nichts passiert. Wir müssen ja hier noch aufdrehen. Und dann kann die Pumpe loslegen. Jetzt kann man hier schon erkennen, hier kommt so ein bisschen Nebel raus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Da kommt so ein bisschen der Nebel raus. Das ist jetzt die Feuchtigkeit, die wir dem System entziehen. Und Unterdruck, ich glaube, der geht nachher hier ganz rüber auf diesen Pin, an den Anschlag. Wir sehen hier schon, der Indikator hat sich vom Gelb schon auf so dieses Hellgrün gewendet. Und ich glaube, in der Anleitung steht irgendwas von 15 Minuten. Ja, dann schauen wir einfach gleich nochmal nach. Ja, in der ganzen Wartezeit hier haben wir ja genug Zeit. Deswegen habe ich mal hier diese 46 cm HG mir mal so einen Rechner nochmal genommen und habe die umgerechnet in Inch HG. Da sind wir dann bei 29, irgendwas, also bei 30 Inch HG. Jetzt gehen wir nochmal hoch an der Vakuumpumpe vorbei und schauen hier drauf und haben dann diese 30 Inch HG auch jetzt an Vakuum. Die Farbe hat sich jetzt hier ins Grün geändert. Ob das jetzt schon das richtige Grün ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die ganze Sache jetzt hier 15 Minuten schon am Laufen. Wir werden jetzt noch mal ein paar Minuten dabei geben. Also in der Anleitung steht ja mindestens 15, also 15 Minuten oder mehr. Hier im Öl sind so ein paar Luftbläschen zu erkennen. Ja, wir lassen das eins einfach mal ein bisschen arbeiten. So, Schlauch dran machen. Ja, wir nutzen die Zeit, wo die Pumpe läuft und machen dann hier noch diesen Schlauch dran für das Kondenswasser. Das ist jetzt erstmal nur so provisorisch. Ich will da schön auf der Wand noch ein Rohr verlegen, dass das Kondenswasser vernünftig abgeführt wird. Idealerweise werden wir da irgendwie einen Eimer drunter stellen, dass wir das Wasser dann noch nutzen können. Jetzt erstmal hier mit Sarahs schöner Schößchenschrank nichts passiert. Ein bisschen Isolierband um das Ganze drumherum. Und wie da passiert, was sagt sie davon drin? Dann kann der auch nicht aus Versehen abfliegen. Also was jetzt noch zu beachten ist, wenn wir die ganze Sache jetzt auf Wärmen stellen, weil wir haben ja Winter und wenn wir die Klimaanlage dann mal zum Wärmen nutzen wollen, dann kondensiert das Wasser ja hier außen. Also der ganze Kondensat darum wird dann, ja, friert teilweise auch ein oder wird sehr kalt. Und dann ist da oben noch mal so ein Schlauchanschluss. Dann müssen wir dann auch was drauf machen oder im Endeffekt besser gar nicht mit der ganzen Anlage heizen, weil das Ding tropft dann wie eine Tropfsteinhöhle und das wäre jetzt für Sarahs Schrank nicht so schön. So, hier oben hat sich nicht mehr viel getan. Wir werden das Ganze jetzt hier anhalten. Ich mache den jetzt hier zu und schalte die Pumpe aus. Moment. So. Jetzt darf der Druck hier natürlich auch nicht ansteigen. Ja, wir sind ja im Vakuum. Der darf nicht ansteigen, der Druck. Sieht ja auch so ganz gut aus. Ich habe mir sagen lassen, dieses Vakuumziehen ist halt keine Dichtigkeitsprüfung. Die müsste separat gemacht werden. Genauso hier mit dem Trocknen. Da gibt es dann halt auch in Deutschland welche, die befüllen die dann erstmal wieder mit Stickstoff, ziehen dann wieder ein Vakuum und so, bis dann halt diese, ja, Feuchtigkeit erreicht ist, wie sie halt erreicht werden soll. Mir reicht das Grün jetzt da und es soll ja hier auch keine Anleitung sein zum Nachmachen, sondern so mache ich es. Es funktioniert und jeder muss halt selber wissen, was er tut oder lässt. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze abgemacht. Jetzt können wir die Schutzkappe da wieder drauf schrauben, dass da kein Staub oder sonst was dran kommt. Fertig. Jetzt müssen wir den richtigen Imbusschlüssel noch finden und dann machen wir mal hier langsam die Ventile auf, befüllen die ganze Sache und gucken, ob die Anlage kühlt. Den Lohhahn habe ich jetzt hier zugemacht. Das Ganze ist ja jetzt hier noch angeschlossen. Und jetzt öffnen wir mal hier so vorsichtig das Ventil und lassen ein bisschen was drauf. Und dann steigt der Druck. Jetzt machen wir mal zu.
passiert nichts. Ganze mal zu. Ideal wäre jetzt natürlich, wenn der Druck auch genauso drauf bleibt, wie er drauf bleibt. Also verändert sich da jetzt im Moment nichts. Ich meine, klar, wenn da jetzt eine Mini-Leckage wäre, dann würde der natürlich langsam abfallen. Jetzt müsste man das wahrscheinlich erstmal, was weiß ich, wie lange gucken. Haben wir keine Zeit für. Wir drehen jetzt einfach mal den Rest auf und dann gucken, ob das Ding läuft. So, jetzt lege ich mal den anderen hier noch auf. Wird ja wahrscheinlich wieder da was zurückfließen. Passiert nichts. Ja Leute, es sind ja sicherlich welche unter uns, von einem weiß ich es, der Ahnung von Klimaanlagen hat. Der kann sich ja gerne mal melden, was ich jetzt hier falsch gemacht habe oder nicht. Oder ob das so funktionieren wird. Ich meine, bei der anderen kommt auf jeden Fall kalte Luft raus, dementsprechend kann ja so viel nicht falsch gewesen sein. Ja, ich werde jetzt hier den Schlauch abnehmen vom Manometer. Ist ja zu hier und muss man natürlich so relativ schnell machen, weil sonst schließt dieses Ventil hier nicht und man verliert halt Kältemittel. Das wollen wir ja nicht. So, Ganze da drauf. Hier habe ich auch noch irgendwo Kappen für. Kommen natürlich auch die Schutzkappen wieder drauf. Kurz ein bisschen anziehen, damit da nichts passieren kann. Ich mag die Engländer nicht, aber also die Engländer Schlüssel nicht. Gegen Engländer habe ich eigentlich nichts, kennt keinen. So, jetzt ist das Ganze wieder fest und wir können die Kappe da drauf machen, hier diese Schutzkappe. Und dann schalten wir gleich mal die Klimaanlage ein. Also bis gleich im Haus. Auf dem Weg zur Klimaanlage ist hier natürlich noch eine kleine Hürde eingebaut. Wie ihr seht, die guckt halt ganz interessiert, aber macht keine Anstalten, da wegzugehen. Da oben hängt die Klimaanlage, hier in unserem Chaos. Unser Chaos lüftet sich. Sarah räumt immer ein bisschen mehr auf. Die Sarah hat auch schon ohne mich den Kuchen hier verspeist. Jo. Und jetzt geht's los. Dann stellen wir mal auf Kühlen. 26 Grad sagt das Ding. Mache ich wie letzte Mal. Machen wir wieder auf 17 runter. Ja. Ah, die kann sogar 16. Auf jeden Fall kommt schon mal da Luft raus. Ob die jetzt kalt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wir machen mal die Fenster zu. Macht schon mal Sinn. Ich bin noch ein bisschen zu klein dafür. Ich glaube schon, dass das kalt geht gerade. Jo, wir werden hier einfach mal wieder laufen lassen wie letztes Mal und gucken mal, ob die Bude gleich kalt ist. In der Zeit können wir eventuell schon mal die nächste Klimaanlage entlüften oder entwässern oder wie man das auch immer nennt. Ihr werdet es schon wissen. Ja, auf jeden Fall so läuft's. Ich glaube, zum Thema Klimaanlage ist jetzt alles gesagt. Schaut euch lieber unser Chaos an.